da wären wir wieder. Der Troll hockt immer noch fleißig auf der Brücke. Draußen haben wir jede Menge tote Zwerge. Und ich weiß immer noch nicht, ob der Troll jetzt die Brücke eigentlich kaputt macht oder ob das echt nur drauf rumsteht. Das kann man auch nicht nachgucken. Das finde ich ein bisschen schade. Kann man bei der Brücke irgendwie schauen, ob die beschädigt ist? Nö. Die Floodgates anscheinend auch nicht. Na gut, sei es drum. Wir sollten die Bunkerbefehle aufheben, damit die Zwerge alle hier reinlaufen können und die Käfige aufsammeln. Und diesmal auch nicht vergessen, dass in einem der Käfigen, glaube ich, noch ein Zwerg drin steckt. War das hier? Ja, ein Zwerg im Käfig. Und zwar einer unserer Crossbow-Schützen. Goblin. Also gibt es noch einen zweiten Überlebenden des Massakers. Truthahn? Ah, Truthahn-Lederhosen. Na gut, das muss wohl ein Goblin gewesen sein. So, also, Barrel-Befehl aufheben. Militär. S für Schedule. Nein, A für Alerts. Und den Bunkerbefehl aufheben. Dann können wir den Station-Befehl und die Kill-Befehle mal auflösen. Weg. Damit der eine Zwerg da, wie heißt eigentlich unser Überlebender? Pankolos. Dass unser Pankolos mal ein bisschen entspannen kann. Und der Diplomat will sich unterhalten. Wahrscheinlich, warum da draußen so ein Chaos geherrscht hat. Ist Girugon schon da? Nee, aber er ist auf dem Weg. Gut. Und ich glaube, jetzt ist er da. Stahl. Sehr schön. Sogar sehr viel Stahl. Das kommt alles mit. Platin. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich tappe mal ein bisschen durch, denn so wirklich viel brauchen wir von denen ja gar nicht mehr. Außer jetzt noch wahrscheinlich einmal ganz viel Essen. Käfige muss nicht sein. Alkohol haben wir mehr als genug. Haben wir sogar eigentlich unendlich. Bei dem Essen bin ich mir ja immer noch nicht ganz so sicher, wie das damit ausschaut. Holz wäre noch ganz nett, wenn die davon ein bisschen was dabei hätten. Oh, und Waffen. Oh, da bin ich schon vorbeigeseppt. So, was haben wir hier? Stahlschuhe, die kommen mit. Nochmal Schuhe, kommen auch noch mit. Low Boots, nee. Wir wollen High Boots haben. Bronze, nein. Nochmal Steel High Boots. Ein Steel Shield für 1200. Oh, wir sollten erstmal gucken, was wir überhaupt mit unserem Kram so zusammenbekommen. Und wir sollten nicht unsere Robes vertauschen, sondern nur unsere kaputten Klamotten und die Crafts. Socken? Nein, Socken wollen wir nicht verkaufen, sonst meckern die Zwerge gleich wieder. Nimm. Pond Grabber Leather. Waterskin müssen wir auch nicht verkaufen. Das würde ich echt gerne hier länger haben. Also, dass der Text nicht so abgehackt ist, sondern man ganz lesen kann, was genau es ist. Weil jetzt muss ich mal Rätselraten machen, ob das jetzt ein Waterskin ist oder ein Rucksack oder irgendwas, was man verkaufen kann. So, das alles weg. Eine Trollpelzsocke. Die hat bestimmt schön warm gehalten. So, das kann alles weg. Ski, was ist Ski? Shirt. Shirt kann auch nicht weg. Unsere Zwerge tragen Hemden, die 580 Zwergendollar wert sind. Auch nicht schlecht. Gut, dass wir die Economy nicht eingeschaltet haben. Aber dass die Zwerge irgendwann wirklich anfangen, Gehalt zu bekommen und sich davon Sachen zu kaufen und so weiter. Sonst könnten die sich wahrscheinlich ihre Zwergenhemden gar nicht mehr leisten. So, hier kommen jetzt die richtigen Kinkerlitzchen, die wir alle verticken können, ohne groß drüber nachzudenken. So habe ich es gerne. Und schon sind wir mit 1400 im Plus. Da geht doch noch was. Oder auch nicht. Sind wir schon zu Ende? Da sind noch zwei Amulette, ein bisschen kaputte Kleidung. Zwischendurch wieder Sachen, die wir anziehen können. Bracelet, Ring. Ich glaube, ab hier sind wieder Sachen, die wir einfach so verticken können. Oh ja, schön. Jetzt sind wir bei 3400. Ne, 4400 plus. Das sollte reichen. Also nehmen wir erstmal dieses schöne Schild. Dann nehmen wir keinen Buckler. Wir nehmen noch ein Schild. Und ein Cap.
Ich glaube, wir hatten keine Caps. Wie war das? Das Armor Layering. Also man trägt einen Helm und ich glaube sieben Hoods. Keine Caps. So war das, glaube ich. Wir können erstmal den Handel jetzt machen, dann gucke ich ganz kurz. Und den können wir eventuell nochmal dafür tauschen. Ein rechter Handschuh, den haben wir auch. Und das war's jetzt mit den Metallsachen. Hier kommen lauter Wolle. Ne, da kommt wieder Metall. Ist auch komisch gemischt. Das wäre auch noch eine schöne neue Option. Dass man nach Metallarten oder nach Leder- oder Stoffsachen sortieren könnte. Also einfach jetzt aber F drücken würde. Also jetzt hier im linken Fenster drückst du irgendwo F, wie es auch sonst der Fall war. Und dann kannst du nach etwas suchen. Oder S, eins von beiden. Und dann gibst du zum Beispiel ein Dog. Und dann würden jetzt hier links nur die Sachen auftauchen, die Dog im Namen haben. Sowas wäre extrem praktisch. Also gerade wenn man so spezialisiert auf bestimmte Leder- oder Stoffsachen ist oder bestimmte Metallsorten. Zum Beispiel könnte ich dann jetzt einfach nach Stahl suchen und dann hätte ich alles, was ich haben will. Oder nach Log für irgendwelche Baumstämme. So, jetzt war es aber auf jeden Fall mit. Oh, Gypsumplaster. Das nehme ich mit. Das brauchen wir, um die Gipse anfertigen zu lassen, falls sich jemand was bricht. Aber was ich davor sagen wollte, das war es jetzt anscheinend wirklich mit den Rüstungen. Jetzt haben wir nur noch lauter noch mehr Gypsum. Mehl, das kann man gut verkochen. So, das müsste jetzt aber erstmal genug Gypsum sein. So, jetzt hätte ich echt gerne noch Stahlbolzen. 750 Zwergendollar. Nein, das muss nicht sein. Aber Bronzebowls, die kosten nur 125. Die nehme ich doch mal. Ja, der Profit geht langsam ganz schön runter. Müssen wir hier wieder was dazu nehmen. Dann passt das auch. Alles Kinkerlitzchen. Ja. So, da kommen jetzt Socken. Die können wir nicht vertauschen. Das soll aber erstmal ein Bolzen reichen. Es wird eh eine ganze Weile dauern, bis wir unsere Miliz wieder aufgebaut haben. Was ist das? Das sind lauter Edelsteine. Amböse. Stahlamboss. 300 das Stück. Gucken wir mal, wie viel wir noch zum Tauschen haben. Ich glaube, das ist nicht mehr wirklich viel. Das sind alles Socken. Hier ist noch ein bisschen was an Kinkerlitzchen. Noch mehr Socken. Also Socken dürften wir inzwischen echt genug haben. Wenn die Karawane weg ist, sollten wir unbedingt gucken, was wir jetzt an Shirts, Socks und Trousers alles haben. Denn eigentlich dürften die Zwerge ja gar nicht mehr meckern. So, hier wieder Kinkerlitzchen. Und wir sind 8000 plus, das ist gut. Also nehmen wir jetzt die ganzen Stahlambosse mit, damit wir die alle schön einschmelzen können nachher. Und Essen. Wie viele Seiten mit Essen haben wir? Viele. Sehr, sehr viele. Ja, dann gucke ich doch mal hier kurz zu Ende, was hier noch alles so. Haha, Steel Chain Leggings. Aber ne, 1245 sind ein bisschen viel, dafür, dass wir sie mit ein, zwei Barren selber machen können. Okay, bei dem Schild war es auch viel. Wir haben halt nicht so viele Stahlbarren. Nee, komm. Wie gesagt, wenn alles gut läuft, bunkern wir uns jetzt ein. Keiner kommt rein. Keiner kommt raus. Und wir trainieren erstmal unsere Miliz denn neu. Wir gucken, ob wir vielleicht ein, zwei neue Zwerge bekommen. Also wenn Migranten kommen, können wir ganz kurz das Tor aufmachen. Auch wenn das dann wahrscheinlich zu einem Einfall der Trolle und Goblins kommen könnte. Oder wir machen es echt hardcore und schließen uns ein und warten darauf, dass wir genug Zwergenbabys bekommen. Dazu müsste ich nur erstmal wieder einstellen, dass Zwerge schwanger werden können. Und dann dauert es mir eben 3, 4 Jahre, bis da was passiert. Ja. Aber ja, das wäre auch eine Möglichkeit, eine recht langfristige Möglichkeit. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Käse zwischendurch reingetauscht, während ich geschnackt habe. Und sonst haben die echt nichts mehr. Nö, einmal durch. Gut, wir haben 3000 Profit bei einem Wert von 12.000. Das sind 25%. Das ist okay. Tauschen. Und er nimmt es nicht an.
Er hat dazu gepackt ein Waterskin, zwei, drei Waterskins, ein Seil, lauter Spielzeug und die Pimphemden. Und ich kann das Angebot auch nicht ausschlagen. Das heißt, wenn ich jetzt Enter drücke, sind die Sachen automatisch auf der Liste und ich muss sie wieder rausfriemeln. Das ist sehr nervig gelöst. Okay, auf die Pimphemden kann ich ja verzichten, die sind schnell neu gemacht. Aber auf das hier, das Stahlspielzeug, will ich nicht verzichten. Das muss eingeschmolzen werden. So, dann gucken wir nochmal runter, ob wir noch ein bisschen was haben, um das Ganze auszugleichen. Sonst meckert er gleich wieder. Ach, das haben wir schon ausgewählt. Hier haben wir noch Kinkalizien. Alle weg, alle weg. Jetzt hat er 8000 Zwergendollar Profit. Also wenn ihm das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, ästhetisch. Na gut, wir wollten jetzt in die Miliz reingucken. Und dann auf unsere Uniform. Und auf unsere Axtuniform. Also, das war ein Metallhelm. 7 Metallhoods. Keine Caps. Na gut. Zack, zack. Unten sind die Zwerge fleißig am Einsammeln von den Käfigen. Das ist sehr gut. Nicht so gut ist, dass sie den Zwergen irgendwie ignorieren. Die ganzen Goblin-Käfige werden eingesackt, nur der Zwerg wird irgendwie dagelassen. Aber letztes Mal, als ein Zwerg aus Versehen reingetapst ist, also weil er ohnmächtig geworden ist, wurde er auch hochgebracht. Vielleicht war es einfach nur Pech. Müssen wir mal im Auge behalten. So, was macht unser Pankolos? Bist du Pankolos? Ja. Zustand. Gedanken. Er war relativ... Also content ist, wenn jemand einfach zufrieden ist. Also neutral zufrieden, nicht positiv zufrieden. Er hat sich an einer Schlachterei ergötzt. Also an einer Schlacht oder an einem Gemetzel. In einem guten Raum geschlafen, in einem legendären Raum geschlafen. Gewesen. Ha. War doch hier. Er war erzürnt über eine lange Patrouille. Ja, Junge, du hast gerade ein Massaker überlebt. Da musst du halt ein bisschen länger Patrouille schieben. Entschuldigung. Er war genervt von Fliegen. Er war genervt vom Regen, von der Sonne und er war zufrieden bei der Arbeit. Da steht jetzt nichts davon, dass seine 10 Kameraden alle gefallen sind. Oder irgendwelche Freunde oder Geliebte oder so. Ein komischer Zwerg. Na gut. Sei ihm gestattet. Und, sehr gute Nachricht. Unsere Hunde bekommen Kinder. Die könnten wir jetzt gleich schlachten. Ah, oh. Die haben wohl schon länger wieder Kinder bekommen. Ich habe einfach nicht drauf geachtet, weil zu viele Zwerge gestorben sind. Hier sind ganz viele Puppies, also Welpen. Da suche ich mir jetzt noch die männlichen Welpen mal raus. Und die werden alle gleich wieder geschlachtet. Sonst bekommen die Eltern wieder keine Kinder, weil zu viele Welpen da sind und so weiter und so weiter. Die können alle weg. Bis auf einer. Nur für den Fall, dass die ganzen anderen männlichen Hunde an Altersschwäche sterben. So. Und ein paar von den Alten vielleicht auch noch töten? Nee, die sterben schon irgendwann auf natürlichem Weg. Das ist schon okay. So, jede Menge Schlachtbefehle. Dann können wir die ganzen Meerschweinchen nochmal zip, 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 auch alle schlachten, auch wenn die fast nichts bringen. Obwohl, es macht dann mehr Sinn, wenn wir sie erwachsen werden lassen und dann mehr Kinder bekommen und dann mehr schlachten können. So, also ein Weibchen nicht, nur das eine Männchen. Dann haben wir hier oben noch 1, 2, 3 Männchen. Oh, das reicht. 3 Männchen reichen vollkommen aus. Also das Männchen auch noch. So, Schlachtbefehle sind auch erteilt. Der Troll hockt da immer noch rum. Das ist ein Problem, denn wir kommen dadurch nicht an die Leichen ran. Das heißt, erstmal werden die Zwerge drinnen stinkig werden, weil ihre geliebten Leute noch draußen sind. Und die Geister werden sich irgendwann erheben und unser Fort heimsuchen, weil wir sie nicht bestattet haben. Das heißt, wir könnten jetzt schon Memorial Slabs machen, oder? Du produzierst schon mal Rock Coffins, das ist eine sehr gute Idee von dem Gerogon aus der Vergangenheit. Was ist mit dir? Engrave Memorial Slab. Ja, das kannst du mal für ein paar Leute machen. Also für ihn und für ihn.
Ist das immer der gleiche? Warum machst du dreimal für den gleichen? Der kann doch aus der Liste dann raus. So, Expo. Und gleich ist die Liste voll. So, das sind jetzt alle, glaube ich, gewesen. Gucken wir mal, ob das auch gleich gemacht wird. Also, ob da jemand ankommt. Aber ich denke mal, die sind alle noch zu beschäftigt mit dem Hin- und Hertragen von den ganzen Sachen. Wir haben momentan nur 4 Arbeitslose. Was machst du? Du bringst auch Coffins runter. Sind die Coffins jetzt eigentlich alle voll? Also die Särge. Nimm, 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 nimm. Wo ist unser? Hier ist unser. Oh, da war gerade unser Sarge. Nee, hier sind noch freie Särge. Sehr gut. Ja, zwangsweise frei, denn unsere Zwerge sind ja immer noch draußen. Njam, 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 was machen wir da? Und was zur Hölle macht der Zwerg da? Hat er den anderen Zwergen im Käfig jetzt ausgelacht und ist wieder weggegangen, oder? Ah ja, da wird er endlich hochgebracht. Sehr schön. Ich will gar nicht wissen, wie das oben hier bei den Tieren aussieht. Oh, guckt euch das mal an. Und da ist immer noch der Geist. Ja. Also, ich bin jetzt dafür, da wir keine Miliz mehr haben, dass wir jetzt einen Goblin-Todesturm machen und keine Goblin-Arena. Jedenfalls, solange bis wir eine Arena haben. Denn es sind echt viel zu viele Goblins. Also, wo kommt der Todesturm hin? Ich glaube, hier ganz am Ende haben wir noch gar nichts geplant, richtig? Hier in dem Bereich, alle Etagen, oh doch, da. Nee, der Todesturm braucht ganz viel Platz. Hier so seitlich? Nee, das passt nicht. Was ist mit hier? Also einfach hier ein Loch machen. Darunter, 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 darunter. Obwohl, es wäre ein schöner Todesturm, wenn die Goblins denn hier unten aufschlagen und die Särge bespritzen. Also das würde die Zwerge bestimmt erfreuen. Aber ich glaube, das ist nicht hoch genug. Nee, auf keinen Fall. Ich mache den Turm normalerweise so mindestens 10 Etagen hoch, nur um sicher zu gehen. Na gut, dann muss ich halt meinen Symmetrie-Fetischismus überwinden und einfach hier den Turm anfangen. Dann geht es da runter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, und dann hier irgendwo durch. Nee, das geht nicht. Das sieht doof aus. Na gut, mache ich erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge können wir uns überlegen, wo wir die Goblins sterben lassen werden. Also bis gleich.